Ein weiterer Tag ist vergangen und damit wird es nun wieder Zeit für ein weiteres Clubtreffen. Mit den Senoritas! Ah. Bitte was? Da kommt gerade hier so. Kommt gerade hier der Mexikaner in mir raus. Oder der Spanier oder. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Mittlerweile habe ich mich hier durchaus eingelebt. Ich öffne die Tür und werde vom alltäglichen Chaos begrüßt. Hey Kevin! Yo, Sayori. Yo. Ja, aber weißt du Bescheid. Du scheinst heute ja ziemlich gut aufgelegt zu sein. Ich freue mich einfach nur, dich im Club zu sehen. Das ist alles. Verstehe. Ist ja ziemlich einfach, dich bei Laune zu halten. Aber es sind sowieso immer die einfachen Dinge, die dich in gute Stimmung versetzen. Wo wir gerade davon reden. Ich habe irgendwie Hunger. Kommst du mit, wenn ich mir was zu knabbern hole? Nein, danke. Was? Das passt doch gar nicht zu dir. Ich habe meine Gründe. Warum werfen wir nicht einfach mal einen Blick in deine Geldbörse, Sayori? Was? Warum denn das auf einmal? Einfach so. Ich wollte nur kurz schauen. Okay. Sichtbar nervös holt Sayori ihre Geldbörse hervor. Widerwillig fummelt sie am Verschluss herum und öffnet sie schließlich zögerlich. Dann dreht sie sie auf den Kopf und lässt ihren Inhalt auf den Tisch fallen. Und siehe da, es waren nur 2 Münzen drinnen, mehr nicht. Ich wusste es. Ich kann dich durchschauen, Sayori. Das ist nicht fair. Woher wusstest du das überhaupt? Es ist echt einfach. Hättest du genügend Geld, hättest du dir nicht schon was geholt, bevor du in den Clubraum gekommen wärst? Also entweder hast du keinen Hunger und wolltest eine Ausrede, um spazieren zu gehen, oder du wolltest einfach so tun, als hättest du vergessen, dass du kein Geld hättest, woraufhin ich es dir geborgt hätte. Aber eine Sache gibt es noch. Du bist immer hungrig. Und damit bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig. Ich bin L, Alter. Durchschaut. Kira, Alter. Ich krieg dich. Ach ja, nice. Ich gebe auf. Hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wenn du dich schuldig fühlst, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass es einen Grund dafür gibt. Yuri kichert mit einem Mal leise vor sich hin. Hä? Hä? Manchmal sehe ich nicht schnell genug, was ist? Und dann denke ich sie und dann mache ich so die Stimme so, hä? Ah, Mann. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du uns zugehört, dass sie uns zugehört hat. Bin jetzt eher davon ausgegangen, dass sie wie immer in ihr Buch vertieft war. Ich habe nicht gelauscht oder so etwas. Da war nur etwas in meinem Buch. Yuri, sag Kevin, dass er mir Geld geben soll. Das ist... Zieh mich nicht einfach so hinein, Sayori. Außerdem solltest du ausschließlich Sachen kaufen, die du dir auch rechtmäßig leisten kannst. Zumindest ist dein Leiden offen gesagt gerechtfertigte Vergeltung nach so einem boshaften Kunststück. Da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ah, habe ich gerade... So habe ich das nicht gemeint. Ich war zu vertieft in meinem Buch. In meinen Büchern. Ich mag es, wenn du deine Meinung offen sagst, Yuri. Es passiert nicht oft, aber es ist eine tolle Seite an dir. Nun, das... Unmöglich, dass du das denken könntest. Jedenfalls hast du recht. Ich habe etwas Schlechtes getan und muss nun die Vergebung akzeptieren. Vergeltung. Genau das. Digga. Dennoch solch eine Tat von dir, Sayori. Ich schätze, in jedem von uns steckt wohl ein kleiner Teufel, was?
Lass dich nicht hinters Licht führen. Sayori weiß ganz genau, was sie tut. Schließlich hat sie euch schon gesagt, dass sie mich zum Club bringen wird, bevor sie mir davon erzählt hat. Aber ohne die Törtchen wärst du nie hierher gekommen. Also musste ich Natsuki reinlegen, damit sie welche backt. Jetzt komm schon, ein bisschen mehr Anerkennung könntest du mir schon zollen, oder? Oder, jetzt habe ich oder gelesen. Ah, ist ja egal. Klar. Ah! Wie aus dem Nichts knallt Sayori etwas ins Gesicht und fällt auf den Tisch. Autsch! Was war... Hä? Ein Keks? Siehe da, es ist tatsächlich ein riesiger, in Plastik eingewickelter Keks. Verwundert schaut sich Sayori um. Ist das ein Wunder? Bestimmt, weil ich meine Entschädigung gezahlt habe. Strafe. Na dann. Ich wollte ihn dir gerade geben. Aber dann hörte ich dich über die Törtchen plappern. Deine Reaktion war jedoch absolut sehenswert. Natsuki! Das ist so lieb von dir. Ich bin so glücklich. Liebevoll drückt Sayori den Keks an ihre Brust und umarmt ihn zärtlich. Mein Gott, iss ihn doch einfach. Ja, Mann, ist doch echt so. Schließlich reißt sie die Verpackung auf und nimmt einen riesigen Bissen. So lecker. Plötzlich schlägt sie ihre Hände vor ihrem Mund zusammen. Ich hab mir in die Zunge gebissen. Du nimmst für einen Keks echt viel auf dich. Überheblich beißt Natsuki in ihren eigenen Keks. Hey, deiner sieht auch wirklich lecker aus, Natsuki. Darf ich probieren? Gott, Bettler sollen nicht wählerisch sein. Aber deiner ist auch Schokolade. Ja, warum glaubst du, dass ich dir den anderen gegeben habe? Na gut. Ich bin froh, dass du mir zumindest den hier gegeben hast. Jawohl, mit einem eindeutigen Ziel vor Augen steht Sayori auf, schleicht sich von hinten an Natsuki heran und umarmt sie schließlich. Ah, mein Gott. Ich verstehe. Immer noch mit ihrem Keks in der Hand versucht Natsuki vergeblich Sayori abzuschütteln. Mampf! Ohne Vorwarnung beugt sich Sayori hinunter und nimmt einen herzhaften Bissen von Natsukis Keks. Oh, Unehre! Hey! Hast du das wirklich gerade getan? Mit vollem Munde und mit sich selbst mehr als nur zufrieden bringt sich Sayori in Sicherheit. Yuri und ich können nicht anders als lautlos zu lachen. Gott, du bist manchmal so kindisch. Monika, kannst du Sayori sagen... Hä? Natsuki schaut sich fragend um. Im ganzen Klassenzimmer keine Spur von Monika zu erkennen. Wo ist Monika eigentlich? Gute Frage. Hat irgendjemand von euch etwas über Monikas zu spät kommen gehört? Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist... ein wenig ungewöhnlich. Ich hoffe, alles ist okay. Natürlich ist sie okay. Sie hat vermutlich gerade irgendwas zu tun. Sie ist schließlich ziemlich beliebt. Was? Du denkst doch nicht, dass sie... Sie hat einen... Das würde mich nicht überraschen. Sie ist vermutlich sündhaft begehrter als wir alle zusammen. Das stimmt. Entschuldigt mich. Plötzlich wird die Tür aufgerissen und Monika stürmt herein. Sorry Leute, tut mir echt leid. Ah, da bist du ja. Ich wollte nicht zu spät kommen, aber es ging leider nicht anders. Hoffentlich habt ihr euch keine Sorgen gemacht. Hä? Ah. Monika entscheidet sich lieber für den Club als für ihren festen Freund. Du bist so willensstark. Freund? Wie kommst du denn jetzt auf den Gedanken? Monika wirft mir einen fragenden Blick zu. Warum ich?
Vergiss es einfach. Was hat dich so lange aufgehalten? Ah, ich hatte bis gerade eben noch eine Freistunde. Und anscheinend wohl einfach komplett die Zeit aus den Augen verloren. Das macht aber keinen Sinn. Du hast doch sicher die Glocke gehört. Die muss ich während des Klavierspielens total überhört haben. Klavier? Ich wusste gar nicht, dass du auch noch an ein Instrument spielst, Monika. Naja, spielen wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich habe vor kurzem erst damit angefangen. Ich wollte aber schon immer Klavier spielen können, von daher... Das ist so cool! Du solltest uns mal was vorspielen, Monika. Ja, also... Sie schaut mich aus dem Augenwinkel an. Mal schauen. Aber erst, wenn ich besser geworden bin. Hurra, das hört sich cool an. Ich freue mich jetzt schon darauf. Oh, wirklich? In dem Fall werde ich dich nicht enttäuschen, Kevin. Monika lächelt mich aufrichtig an. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen oder so. Na, nur keine Sorge. Ich habe in letzter Zeit wirklich eine Menge geübt. Und ich würde niemals die Chance verpassen wollen, meine Passion mit euch zu teilen. Verstehe. Wenn das so ist, viel Glück. Dankeschön. Aber ich habe jetzt nichts Wichtiges verpasst, oder? Nein, nicht wirklich. Alter, Digga. Boah, ich musste gerade mal husten. Es geht hier zu wie am Fließband, ne? Ich warte irgendwie immer so auf so eine Zwischenunterbrechung, aber es geht halt einfach weiter, ne? Also. Puh, Digga. Mann, 17 Minuten schon wieder auf der Uhr, krass. Ich sah keinen wirklichen Sinn darin, Monika von Sayoris kleinem Abenteuer mit dem Keks zu erzählen. Ja, ist okay. Mit Sicherheit wird sich Natsuki oder so noch deswegen bei ihr beschweren. Mittlerweile sind auch alle wieder an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Sayori hat es tatsächlich geschafft, in der kurzen Zeit den gesamten Keks zu inhalieren. Alles klar. Warum sagt man nicht einfach gegessen, so inhalieren, Alter, what the fuck? Yuri hingegen hat die Nase wieder tief in ihr Buch gesteckt und Natsuki hat sich mal wieder in den Schrank des Klassenzimmers zurückgezogen. Hallöchen. Es dauert nicht lange, bis Natsuki erwartungsvoll an mich herantritt. Ja, keine Sorge, ich halte meine Versprechen. Ich hole den ersten Punt von Parfit Girls aus meinem Rucksack. Natsuki nimmt ihn mir aus deinen Händen, mustert ihn kritisch und scheint nach Eselsohren oder Knicken Ausschau zu halten. Hey, so unvorsichtig bin ich damit auch wieder nicht. Ich habe jeden Tag mit Mangas zu tun. Ich wollte einfach nur sicher gehen. Nimmst du es mir übel, dass ich ein wenig paranoid bin? Du weißt, dass ich meine Mangas nicht jeden Tag verleihe. Das stimmt. Ich nehm's dir nicht übel. Na gut, lass es mich wegräumen. Ich hole den nächsten, okay? Natsuki macht sich auf den Weg. Auf zum Schrank. Ja, ich folge ihr. Dab, dab, dab. Hallöchen, das sind wir auch schon wieder. Du wirst mir alles erzählen, was du dabei dachtest, oder? Wo hat es nochmal geendet? Ich hab's vergessen. Ah, das Kapitel war zu Ende, als Minori und Alice... Monika! Lautstark erschallt Natsukis Stimme aus dem Schrank. Hä? Vorsichtig werfe ich einen Blick hinein. Wie es aussieht, wurde Natsukis gesamte Sammlung von Büchern ordentlich... Wurde Natsukis Sammlung von Büchern ordentlich auf dem obersten Regalboden aufgereiht. Du hast schon wieder meine Mangas in Unordnung gebracht. Ah, tut mir leid. Unsere Lehrerin wurde nur ziemlich sauer, weil wir so viel Platz im Schrank verbrauchen. Deswegen musste ich aufräumen und ein paar Sachen umstellen. Keine Sorge, es ist alles noch da. Ich musste es nur ein bisschen zur Seite räumen. Das Problem ist jetzt nur, dass der oberste Regalboden viel zu hoch für Natsuki ist.
Mit einem kleinen Hüpfer versucht sie, an ihre Mangas heranzukommen, merkt aber schnell, dass das keine Früchte tragen wird. Oh Mann, das ist so lästig. Ich hole sie alle wieder runter. In diesen Regalen ist so viel Platz und außerdem sehen sie wirklich toll aus, wenn sie richtig aufgereiht sind. Warum sollte man das auf das oberste Regal verschwenden? Ah, Natsuki, da drüben steht ein Hocker. Aus dem Augenwinkel konnte ich erkennen, dass sich an der Ecke des Schrankes ein kleiner, ausklappbarer Hocker befand. Wenn du willst, kann ich ihn dir holen. Ich kann ihn selbst holen. Natsuki schnappt sich den Hocker und klappt ihn aus. Denkst du, ich bin zu klein oder so etwas? Ich meine, ich wusste es. Nun, weißt du was? Schau mal her. Voller Elan springt sie auf den Hocker, dieser gerät dadurch jedoch stark ins Wanken. Oh, Digga, jetzt wird's interessant. Mein Fuß schläft ein. Ich muss ihn bewegen. Oh, jetzt. Vorsichtig. Ich weiß, was ich tue. Selbst mit dem Hocker kann Natsuki den obersten Regalboden gerade einmal so mit den Fingerspitzen berühren. Wenn ich auf ihm stehen würde, wäre es kein Problem für mich, ihre Bücher für sie herunterzuholen, aber Natsuki ist mal wieder störrisch. Sie streckt sich weit, soweit sie kann, und schafft es tatsächlich nach und nach, eine der Sammelboxen immer näher an die Kante zu manövrieren. Siehst du? Hier! Was darin resultiert, dass die Box plötzlich vom Regal herunterfällt. Natsuki schafft es gerade noch im letzten Moment, sich die Box zu schnappen, bevor sie auf den Boden aufschlägt. Und wieder einmal gerät der Hocker arg ins Wanken. Wow, das Gleichgewicht immer mehr verlierend, entscheidet sich Natsuki kurzerhand dazu, einfach vom Hocker zu springen. Glücklicherweise landet sie sicher auf ihren Füßen. Voller Stolz hält sie mir die Sammelbox entgegen. Hier! Auch wenn sie sich im letzten Moment retten konnte, scheint sie ihr halber Sturz doch ein bisschen mitgenommen zu haben. Mein Gott! Du musst dich nichts vor mir beweisen. Du kannst die größeren Schachteln unmöglich schaffen. Warte mal kurz, ich hol sie dir runter. Ich sagte, ich kann das. Ich will deine Hilfe nicht, okay? Ich hole einen Stuhl, bleib einfach da. Also, es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt so gedacht, sie fällt so runter und wir fangen sie so auf wie der starke, krasse Held, der wir ja sind. Fangen wir sie auf und retten sie vor dem sicheren Sturz in die Tiefe? Oder es passiert was ganz anderes. Ja, jetzt holt sie einen Stuhl. Mal gucken, was jetzt passiert, Digga. Ich bin gespannt, aber mein Hals ist ein bisschen, weiß ich nicht. Wie viel Uhr ist denn? Ah, oh, Silberuhr, Alter. Digga, wann habe ich denn angefangen? Wie lange spiele ich jetzt schon? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte Steam Overlay öffnen, aber irgendwie habe ich Angst, dass dann irgendwas verbuggt. Deswegen lasse ich mal die Finger davon. Auf dem Weg nach draußen zwängt sich Natsuki an mir vorbei. Schauen wir mal. Die normalen Stühle aus dem Klassenzimmer können wir nicht nehmen, da sie direkt an unsere Tische montiert sind. Ah! Natsuki schreitet rüber zum Pult und schnappt sich den Drehstuhl, auf dem unsere Lehrer immer sitzen. Ihn auf seinen Rollen vor sich herschiebend, geht sie zurück zum Schrank. Ah! Der Drehstuhl kommt mir mit seinem ganzen Hin- und Hergerolle auch nicht wirklich sicherer vor. Aber da ich mittlerweile meine Lektion gelernt habe, halte ich einfach meine Klappe. Natsuki klettert vorsichtig auf den Stuhl und versucht irgendwie ihre Balance zu halten. Digga, ich würde niemals auf so einen Stuhl steigen, ey. What the fuck? Ich hätte Angst, dass ich da ins Regal krache und mir alle Knochen brich, ey. Da sie meine Hilfe nicht haben wollte, lehne ich mich einfach mit dem Rücken an den Türrahmen und schaue ihr zu. Hallo?
Ah, so geht es. Siehst du, ich kann das auch ganz allein. Sie schnappt sich ein paar ihrer Bücher, beugt sich herunter und stellt sie auf eines der unteren Regalbretter. Uah! Der Drehstuhl beginnt sich zu drehen und zu schaukeln. Natsuki schafft es gerade noch im letzten Moment, sich am Regal festzuhalten. Was tust du da? Kannst du den Stuhl nicht wenigstens festhalten, anstatt nur herumzusitzen und nichts zu tun? Ich denke, sie will keine Hilfe. Digga, was du machst, ist falsch. Oh, typisch Frauenwiller, ey. Hat mir nicht ein gewisser jemand gerade noch gesagt, dass er meine Hilfe nicht braucht? Da, siehste. Ne? Ja, bin schon da. Ich halte den Stuhl an Ort und Stelle, während sich Natsuki wieder nach vorne beugt.